Und damit willkommen zurück zu Baphomet Fluch 5, der Sündenfall. In der letzten Folge haben wir tatsächlich die Tabula Veritatis gefunden. Ich schätze mal, die Tabula zu finden war der einfache Teil. Ihren Zweck herauszufinden war eine andere Sache. Das ist komplett richtig, aber wir haben auch ein anderes Problem. Ja, wir müssen den Ausgang finden. Punkt. Und ich erinnere mich, dass es damals auf jeden Fall ein bisschen Probleme hatte, dieses Rätsel zu lösen. Wir gucken einfach mal. Zweifelsfall haben wir ja die Hinweise. Reden wir mal mit Nico. Hey Nico! Wonach suchst du? Ich bin noch nicht sicher, aber die Tür muss sich irgendwie öffnen lassen. Der Grinsebube da drüben sieht das sicher anders. Ach, George, ihm fehlte eben der weibliche Blick fürs Detail. Sagen wir mal, wir haben auf jeden Fall etwas, was er damals nicht hatte, und zwar dieses Amulett. Aber müssen wir irgendwie herausfinden. Hier haben wir auf jeden Fall die Figuren, die wir halt auch schon aus dem Gemälde kennen, aber auch von der Eine Zeichnung Figur von war einmal grün Pater. gewesen. Ich fragte mich, ob das eine Abbildung Jehovas war. Genau, Jehova und da drüben ein Luzifer. Von der Figur blätterte blaue Farbe ab. Ob das eine Abbildung Luzifers war? Eine Figurengruppe blickte nach oben zur Tabula. Sie waren alle rot. So etwas hatte ich schon mal gesehen. Wir haben das nämlich hier schon mal gesehen. Die Statuen auf dem Kamin spiegelten also das Ritual wider. Das konnte nur ein echter Gnostiker wissen. Oder jemand, der es aus einer alten vatikanischen Handschrift wusste, die er einem toten Priester abgenommen hatte. Eine große Abbildung des Symbols der Tabula Veritatis. Es sah aus, als beteten all die anderen Figuren der Szene zu dem Symbol. Die Säule hatte die Form eines Baumes und war grün bemalt. Ich wusste, das sollte der Baum des Lebens sein. Was dann der andere Baum? Die Säule war wie ein Baum geformt und blau bemalt. Ich glaube, das sollte den Baum des Wissens Okay, darstellen. Leben und Wissen, okay. So. Auf dem Sockel waren alte Kratzspuren, als hätte jemand die Statue bewegt. Bin ich sicher, dass das Maria Magdalena ist? Klar, die roten Roben. Das passt alles. Die Madonna würde blau tragen. Wer ist dann das Kind? Nun, den gnostischen Evangelien zufolge hat Maria, als sie die Lippen Jesu küsste, Oh, verstehe. Yep. Die Gnostiker glauben also, der Säugling sei. Sieht so aus. Okay. Und die Statue können wir bewegen. Ich gab der Statue einen Schubs und sie drehte sich gegen den Uhrzeigersinn. Okay. Die Leiche hatten wir, glaube ich, soweit schon angeguckt. Und jetzt, okay, Ja, die Leiche hatten wir schon. Es war weniger angenehm, sich Genens vertrocknetem Leichnam zu nähern. Aber wir mussten rausfinden, wie wir dort wegkamen. Aber es war generell auch der Tisch. Aus dem Licht kommt die Ex Wahrheit. luce Oder veritas, durchs Licht. durch Licht zur Wahrheit. Dieselben Worte hatte ich auf dem Fresko in Castel del Sas gesehen. Was wir halt auf jeden Fall tun können. Das Medaillon passte genau in die Fassung. Boah, jetzt sieh dir das mal an. Das Licht vom Medaillon fällt auf diese grüne Figur. Das könnte unsere Fahrkarte nach draußen sein. Wenn du recht hast, erklärt das, warum Genen nicht rauskam. Er hatte das Medaillon nicht. Nur die Frage, ob das richtig ist. Wenn Jehova jetzt beleuchtet wird, was wird fast überhaupt nein, Die aber. verschnörkelte Lampe war nähere Betrachtung wert. Wir fast behaupten, keine Ahnung, wir müssen die Magdalena beleuchten. Wo leuchtet das jetzt hin? Wenn es hier unten leuchtet, ist es auch irgendwie so ein rot zu rot quasi, aber ich denke mal. Sie waren alle rot. So etwas hatte ich schon mal gesehen.
Rücken. Schöner Rücken kann er nicht zucken. Ich frage aber, ob wir die Tabula auf für das Rätsel brauchen. Ich will fast behaupten, nein, das weiß ich nicht. Okay, die Magdalena wird nie beleuchtet. Ob das eine Abbildung Luzifers war? Mhm. Was haben wir denn? Ah ja, stimmt, genau. Wir hatten ja hier diese Hinweise gefunden in der letzten Folge. Und wenn wir alle diesen Text, und das schreibe ich mir einfach mal auf ein Blatt Papier. Wir haben ja da einige Buchstaben, die markiert sind, quasi. Und das ist ein A, B, dann ein C. D und E. Sehr aussagekräftig, die ersten fünf Buchstaben des Alphabets zu markieren. Aber wir müssen auch auf jeden Fall mir ins Gen ins Foto angucken. Der Übersetzung zufolge hatte irgendein Sonnenkönig die Tabula Veritatis früher in seinem Besitz gehabt. Die Symbole auf der Tafel ähnelten denen auf der Vorderseite der Tabula Veritatis. Okay, wenn wir B, A... Shi Xi ist mit Bergreich übersetzt. Neben das Symbol hatte Genen den Buchstaben B geschrieben. Wenn Genens Übersetzung stimmt, steht La Ha Xi für das Sonnenstadtreich. Zu diesem Symbol hatte Genen ein rotes A geschrieben. Du A Xi bedeutet anscheinend Zweistromreich. Wenn Genens Übersetzung stimmt, bedeutet La Yi Shi Sonnenuntergangsberg. Klingt wie ein Fahrgeschäft in einem Vergnügungspark. Wenn Genens Übersetzung stimmt, bedeutet das Symbol Yu Ha etwa aufsteigende Stadt. Neben dieses Symbol hatte Genen... Was ist eh jetzt, wenn Sonnenreich oder Strom aus Blut? Genen hat... Klingt nicht... Das ist ja, ne? Wenn ja. Genens Übersetzung... Ja, wird schon passen. Ja. Schauen wir uns mal die Tabula an. Ich schätze mal ihren Zweck heraus. Der waagerechte Balken der Tabula zeigte eine Reihe Symbole. Diese Symbole waren genau wie die auf dem Foto von der Tontafel. Der senkrechte Balken der Tabula. Diese Symbole waren genau wie die auf dem Foto von der Tontafel. Es ist halt die Frage, wo diese Symbole relevant werden. Ich gab der Statue noch einen Stoß. Was haben wir denn noch? Ich glaube, Patasemions Unterlagen, die waren ja dann soweit gekettet. Wenn wir hier haben wir nochmal, können wir uns auch nochmal gut angucken. Das ist hier Maria Magdalena, unten links steht hier sind die Sans, rechts ist Judas, links ist Maria Magdalena. Das sind insgesamt die Heiligen. Maria Magdalena links. Unkleidet blicken die Credentes in eine andere Richtung zur untergehenden Sonne oder Baum des Lebens. Ja, das war. Ja, das sind halt einfach die letzten Orte halt. Also das war halt schon gemacht worden. Ja.
Nee. Ich brauchte eine bessere Idee. Ich fühle mich ein bisschen dumm. Also machen wir ganz weiter, also wo können wir denn diese Symbole benutzen? Also die Frage, wo das Licht letztendlich rein muss, ja? Aber das ist halt auch eine Frage letzten Endes. Ein alter Hand. Wofür wir die Symbole Hex brauchen. Hey Nico. Wonach suchst du? Ich bin noch nicht sicher, aber die Tür. Ach Nico, ey. Ob Genens Notizen auf dem Foto beim Dechiffrieren der Tabula helfen würden? Ah, okay. Hieroglyphen der Tabula Veritatis siehst du oben auf dem Bildschirm. Wähle erst ein Symbol aus und dann aus der Liste rechts das Wort, das für die korrekte Übersetzung hältst. Insgesamt gibt es 36 Wörter in 312 Listen. Mit einem Button kannst du zwischen den Listen hinterspringen. Gen hat es geschafft, die Hieroglyphen auf der Tontafel zu übersetzen und sie stammen aus der gleichen Sprache wie die auf der Tabula Veritatis. Deine Übersetzungen stehen unten auf dem Bildschirm. Hast du damit alles, was du brauchst, um die Tabula Veritatis eingeritzten Schriftzeichen zu entschlüsseln? Was haben wir denn hier? Dieses Kreuz haben wir hier. Untergang, aber das ist Kreuz umgedreht. Untergang des Feindvolkes. Noch irgendwo so ein Kreuz? Wir haben noch ein Kreuz. Das ist nach links. Sieh den Aufstieg. Der Aufstieg und ein Untergang ist das andere Kreuz. Das ist das Aufstieg. Der Aufstieg könnte natürlich auch Osten sein. Aber wir gucken, ob es Aufstieg gibt. Osten. Im Osten steigt die Sonne auf. Mond. Osten. Was haben wir hier? Okay, wir haben irgendwie so einen Berg und so einen Kringel. Haben wir irgendwo Berg und Kringel? Irgendwie eins von beiden. Wobei, das könnte auch ein M sein, eine Striche drunter. M ist ja, keine Ahnung, Feind wahrscheinlich. Ist M Feind? Oder so ein Kringel oben. Sonne. So, Kringel ist wahrscheinlich Sonne. Wir haben einen Kringel ist Sonne. Da ist ein Kringel mit Sonne. Der Kringel ist Sonne und dieser komische Berg. Also wir haben dieses M, aber es ist ja kein ganzen M. Feind, Stadt, könnte Stadt sein. Ich habe gerade auch wieder Bauchschmerzen. Aufsteigende Stadt. Stadt. Aufsteigend Stadt. Das ist Stadt. Das ist Stadt. Das ist Stadt. Das ist Stadt. Ich glaube, es ist irgendwann Sonnenstadt. Soll das heißen? Dann entsprechend gibt es Sonnenstadt. Ja. Dann haben wir hier so einen Strich und auch eine Sonne. Ich kann es beistellen. Würde fast lang untergehen, eine Sonne, aber Untergang ist ja dieses andere Kreuz. Haben wir einen geraden Strich? Drei Königreiche. Reich. Halbes Reich. Vier Siege. Noch mehr dechiffrieren, das ist irgendwie ein ganz anspruchsvolles Rätsel. Muss man überlegen. Also, ich will mir am meisten gerade auch schon ausknobeln, aber was ist denn das?
Weiß nicht, wäre es ein bisschen langweilig jetzt für euch, aber da müssen wir jetzt durch. Weil ihr könnt wahrscheinlich auch mit überlegen, so ein bisschen und denken, hey, was bist du dumm, Templer? Wir haben die Lösung doch schon. Was ist denn das? So ein Strich? Berg? Ne. Berg ist dieses Dreieck. Strom aus Blut. Aber hier ist es gerade. Tabula Veritatis hat diesen Strich. Vier Siege. Drei Königreiche, Bergreich. Sonnenreich. Zwei Stromreich. Was ist denn der einzelne Strich? Volk. Es könnte Volk sein. Volk auf Reisen. Vier Siege, aber dann ist hier wieder vier Siege. Nee, das ist nicht Volk. Volk auf Reisen sehen. Sehen. Siege, vier Siege. Keine Ahnung, weiß ich gerade nicht. Gehen wir mal hier weiter. Diese Klammer auf, diese eckige Klammer auf. Aber wir haben ja wieder eine eckige Klammer auf. Der König sah. In den aufsteigenden Stadt. Ist ja quasi, hat er auch quasi mehr oder weniger das. Volk auf Reisen sehen. Sehen, das ist sehen auf jeden Fall. Es ist auch, glaube ich, gedreht, glaube ich sogar. Das ist sehen. Oder Blick oder irgendwie sowas. Ist hier irgendwas mit Sehen? Nee, ich nicht. Dann Reise vielleicht, Volk auf Reisen sehen. Der Sonnenkönig sah den Aufstieg zur Göttlichkeit. Ist halt Sehen, aber halt die Klammer unten ist halt Sehen. Ist halt Aufgang und Untergang und Sonne. Also Sonnenzyklus, irgendwie sowas. Sonnenuntergang, aufsteigende Stadt, zwei Stromreich. Es hat sowohl Sonnen als auch Untergang, also Tag. Dann ist es Tag. Nur Sonnenaufgang muss ein Untergang ist der Tag. Danke für den Safe. Und hier haben wir Sonnenaufgangsberg. Oder ist es ein Berg? Ich weiß ja. Irgendwie, auf jeden Fall Sonnenaufgang an der Stelle dann halt. Aufsteigende Stadt, Sonnenuntergangsberg, ne. Oder morgen. Das ist wahrscheinlich morgen. Ja. Reise. Reise haben wir hier. Also das ist Nacht, glaube ich. Das müsste dann Nacht sein, wenn ich so drüber nachdenke. Gibt's Nacht? Frag für einen Freund. Nö. Wahrscheinlich besser so. Tag. Das ist denn das Sonnenaufgang auf jeden Fall. Was ist denn dieses Dreieck da an der Seite? Müssen wir mal hier unten gucken. König. Dieses T ist auf jeden Fall Feind. Das lese ich jetzt auch. Dieses T ist Feind. Irgendwo T? Aber wir haben hier so ein F. Dieses F steht für drei auf jeden Fall, würde ich behaupten. Drei Königreiche. Reich. Reichen die zwei Striche. König ist dieses umgedrehte Dreieck. Glaube ich. König, König, König. Also wir haben einen König, haben noch irgendwo so ein, dieses V. Vier Sieger haben wir hier. Vier. Drei. Ne, König. Haben wir noch dieses V irgendwo? Ne. Feind Gotthaus. Dieses T ist auf jeden Fall Feind, das hatten wir gerade schon. Aber wir haben noch so ein T, Sonnenaufgangsberg. Da brauchen wir das Symbol. Aufgehender Berg oder so, ich weiß es nicht. Aufstieg, Aufstieg ist das, ne? Muss der Aufstieg sein. Die Frage, ob es sowas gibt wie Aufstieg. Zwei Stromreich. Ein Reich ist zwei Striche. Gucken wir uns mal da dieses Symbol hier an. Ist ein bisschen willkürlich, tut mir leid. Dieses M war ja Stadt. Nicht wahr? Da, ne. Feindstadt. Brennen.
Reich. Was mit Reich? Zweistromreich. Stadtreich. Bergreich. Ist es ein Berg? Nee, ein Berg ist. Das ist Berg. Das ist ein Berg eher nur. Berg, Sonnenberg. Haben wir einen Sonnenberg? Sonnenbergreich. Aufgehendes Bergreich. Aufsteigende Stadt. Könnte das Anfang heißen? Strom aus Blut. Strom aus Blut. Das ist vier Sieger. Strom. König. Spannende Folge, ne? Spannende Folge, aber es gehört sich irgendwie so. Das, ja, da müsst ihr jetzt durch. Da muss ich durch, da müsst ihr durch. Was soll da spannend sein? Morgen ist übrigens ein 2 Stunden Stream. Da kann man ja nochmal ein bisschen werben für. Was ist denn das? Was ist dieses L? Tut mir leid. Hier, komm mal hier. Strom aus Blut. Strom oder Blut ist das? Haben wir noch irgendwo diese. Hier haben wir auch Strom. Zwei Strom. Das ist eine 2, das ist Strom und Reich. Das ist Strom. Also im Sinne von Wasserstrom oder dann Fluss oder wie du wirst. Schwimmen von. Fluss, das ist ein Fluss. Was ist denn dieses L? Haben wir irgendwo so ein L? Hier, 4 Sieger. Ist das 4 dann? Haben wir irgendwo anders das L? Ja, Sieg. Irgendwo Sieg noch. Sieg aus Infamous. Sieg haben wir auch nur einmal. Fluss. Ja, warte, wenn das Fluss ist und das ist dann der Flussanfang und der Flussanfang ist ja die Quelle. So wird ein Schuh draus. Quelle. Es ist Reich, Stadtreich. Stadtreich. Das ist ein Berg. Tag. Dieses gespiegelt, diese umgekippte 3. Nicht zu verwechseln mit der liegenden 8. Aber auch da habe ich jetzt keine Ahnung. Hier könnte 2 Strom 2 sein. Na, mit einem Strich unten. Sonnenkönig. König ist dieses V. Hatte ich irgendwo überlegt, was dieses V bedeutet? Ja, König. Ist das vorhin irgendwo ein V, ne? Reich. Königreich. Was ist das? Ich bin reich. Stadtreich, ne? Was ist Stadtreich? Zweistromreich. Volk auf Reisen sehen. Was ist denn da mit diesen U? Das ist Sehen. Aufstiegen. Berg auf Stadtreich. Aufsteigendes Reich sehen. Aufsteigendes Reich sehen oder so. Quelle. Es ist einfach mal ein bisschen Zeit zu sparen, gucke ich mal, ob mir der Tipp vielleicht schon mal eine Sache verraten kann. Nur die Buchstaben A bis E auf der Karte. Das wollte ich. Ja, nicht verbrennen, also ins Licht halten, von mir aus halt. Das würde.
Als ich die Karte der Flamme näherte, begann sich etwas zu verändern. Die Schrift auf der Karte reagierte auf die Erwärmung. Ich glaub's ja nicht. Was ist denn? Auf den ersten Blick sieht es so aus, als wären die Orte auf der Karte diejenigen, die auf dem Foto markiert sind. Wenn der Buchstabe dem in Genens Übersetzung entsprach, musste hier die Sonnenstadt liegen. Wenn dieser Buchstabe derselbe Ort wie der mit D markierte in Genens Übersetzung war, lag hier der Sonnenuntergangsberg. Wenn die Buchstaben denen in Genens Bergreich. Wenn dieser Buchstabe dem in Genens Übersetzung entsprach, dann lag hier das Z. Wenn der Buchstabe E. Das ist jetzt neu, die Markierung, die waren vorher schon da. Was bringt mir diese Info jetzt? Hinweis. Hilfe! Hilfe! Mal wegen um die Ecke denken, ja. Zahlen werden durch eine senkrechte Linie mit kleineren waagerechten Querstrichen angelegt, mal. Legt ihr mal, um welchen Wert jeder Querstrich die Zahl erhöht. Okay, also wir haben hier zum Beispiel 4 Sieger. 4. Das ist eine 4. Das ist eine 3. Das ist eine 2. Jetzt ist das auch eine 4. Einige der Symbole stehen für Richtung findet heraus, wo auf der Karte die aufsteigende Stadt liegt, im Verhältnis zu dem Standort, wenn du aus der Sonnenstadt kommst. Was? Buchstabe derselbe Ort wie der mit D markierte in Genens Übersetzung war, lag hier der Sonnenuntergangsberg. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wenn der Buchstabe. Komm, gib Tipp, ja. Die Symbole ergeben. So wollte ich das jetzt auch nicht haben, Spiel. Anfang Sonnenstadt Reise 5. Ich finde das ein bisschen doof, na egal. Anfang Sonnenstadt Reise 5. Hätte ich eigentlich denken können, aber Anfang Sonnenstadt Reise 5. Natürlich das Anfang, warum habe ich dann Osten geschrieben? Anfang Sonnenstadt 5, das ist eine 5. Ja, das ergibt Sinn. Reise 5, Tag Osten. Reise. Na, ich glaube, es war besser so fürs Let's Play auf jeden Fall. 5 Tage. Und das ist dann Osten. Da gibt es einen Sonnenuntergang und dann, wo man ist. Quasi ist, glaube ich, irgendwie so, okay. Wo halt? Osten. Die erste Reihe Symbole hatte ich. Langsam ergab das alles einen Sinn. Also, wenn da also das dann für eine Zahl. Das müsste dann eine 6 sein, oder? Ich überlege mal gerade. Wenn das jetzt die 5 ist und wir wissen, dass
Also wir haben 2, 3 und dann fängt es noch von vorne an quasi. Also ist 1 quasi das gespiegelt und quasi dann 1, 2, 3 und dann 4, 5, 6 geht dann nochmal in das gleiche Rhythmus, nur halt gespiegelt. Wobei. Ja, doch, 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 doch. Oh, und das ist dann eine 4. Und das ist die 4. Was war nochmal die 2? Das ist die 2. Komm. Süden 6 Tag. Sag ich doch. Warum ist das jetzt Süden? Naja, das Land der aufsteigenden Dingsbums, Volk und so, ist jetzt Süden. Punkt. Reise Süden, 6 Tag. Und das ist irgendein Reich. Aber das ist auch eine Zahl, das ist dann die 5. Das ist die 4. Das ist die 4, das wissen wir jetzt. Und das ist irgendein Reich jetzt. Bergreich, Stadtreich, ich guck mal. Wobei, nee, das ist wieder eine Himmelsrichtung. Das war dann irgendwie eine Himmelsrichtung. Wüste. Wüste, Quelle, 4, Fluss. Das ist eine Wegbeschreibung. Beginne in der Sonnenstadt. Reise 5 Tage gen Osten zu einem Fluss. Reise Richtung Süden 6 Tage durch eine Wüste bis zum Ursprung 4er Flüsse. Hey Nico, ich hab's! Fantastisch! Die Tabula Veritatis, das ist eine Wegbeschreibung. Sieh dir diese Karte an. Die Symbole sagen, Startpunkt sei die Sonnenstadt. Genen verbarg den Ort auf der Karte. Dann geht es 5 Tage gen Osten zu einem Fluss. Dann geht es nach Süden und durch eine Wüste. Zum Ursprung 4er Flüsse. Und was ist dort? Weiß nicht, aber sicher etwas Wichtiges, richtig? Richtig. So wichtig, dass die Gnostiker es Jahrtausende lang geheim zu halten versuchten. Und weißt du was? Ich glaube, ich habe einen Weg hinausgefunden. Ehrlich? Sieh mal, während du den Altertumsforscher gespielt hast, habe ich das hier gefunden. Was hat sich getan? Ich bin nicht sicher. Die Tür ist immer noch zu. Vielleicht entgeht uns irgendwas. Vermutlich. Wenn Genen gestorben ist, ohne einen Ausweg zu finden, muss mehr dran sein als nur ein verborgener Knopf. Dann lass uns weitersuchen. Aber das machen wir in der nächsten Folge, Leute. Die Folge geht schon lang genug. Bis zum nächsten Mal und ciao.